Hallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde in The Witch of Fern Island. So, und beim letzten Mal haben wir festgestellt, unser Gemüse ist fertig gewachsen. Wir haben es aber noch nicht abgebaut. Haben wir nicht mehr geschafft an dem Tag. Dafür können wir jetzt mehr abbauen, glaube ich. Ja, die Zwiebeln sind immer noch nicht fertig. Aber Radieschen sind fertig. Was haben wir hier? Okay, die rote Beete braucht noch ein bisschen was. Diese rote Beete ist allerdings schon fertig. Ja, das ist ja, ne, das, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist natürlich schon mal schneller. Der Weizen ist auch schon fertig. Okay, alles andere braucht noch ein Weilchen. Aber auch nicht mehr so lange. Wie lange geht denn überhaupt noch blühen? Noch 9 Tage, ja. Also das dürfte noch Zeit haben. Oh, und die Bürgermeisterin hat Geburtstag. Wir sollten der vielleicht ein kleines Geschenk machen. So. Ich hätte da auch eventuell eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob ich das schon machen kann. Das gucken wir uns mal an. Ja. Erwische ich denn jetzt das Richtige? Ja. Hab jetzt, glaube ich, hier eine Zwiebel weggemacht, blöderweise, mit der Schaufel. Das war jetzt nicht gewollt. Naja. Meine Maus ist auch irgendwie heute wieder sehr schnell eingestellt. Entschuldigt, Leute. Irgendwie, ich komme immer an diesen Knopf, der die Maus so wahnsinnig schnell macht. Ja, jetzt ist es etwas besser. Ich will mir schon längst immer wieder eine neue holen. Aber irgendwie habe ich noch nicht das Richtige gefunden, wo ich sage, die ist es, die will ich. Ich lasse die beiden Igelbaus mal da. 3 sogar noch hier. Wow. Ich zeige euch auch noch später, warum. Igelbau, habe ich gerade gesagt. Ne? Das sind Maulwurfshügel. Aber ich sage immer Igel, weil das Vieh sieht immer aus wie ein Igel. Das hat so Stacheln. So. Okay. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das bleibt erstmal. Aber das bleibt mal da. Das kommt mit. Gut, dann können wir unser Futter erstmal wegpacken. Unser... Naja, noch ist es kein Futter. Es wird aber zu Futter noch. Dann haben wir ein paar Kisten beim letzten Mal gemacht. Muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich hier mit der Maustaste interagiere und nicht mit E. Deswegen, mit E hebe ich hier Sachen auf, aber ich öffne Sachen hier mit der Maustaste und das ist immer so eine Ungewöhnung. So, das hier würde ich eigentlich ganz gerne machen. Muss mal gucken, wie viel ich... Ja, 3 Federn habe ich. Ja, sehr gut. Dann können wir nämlich hier ein Geschenk rausmachen. So, anfangen müssen wir mit Fasern. Dann mache ich auch direkt ein paar. Und was wir haben, haben wir. Ich kann ja Ressourcen zum Herstellen, ich weiß. So, ich habe nur ein Schienbein. Okay, dann kann ich also auch nur ein so ein Ding machen. Ich habe kein Weichholz. Oh je. Ich habe gar kein Weichholz? Ich hatte doch Weichholz. Ich hätte schwören können, ich hätte noch ein bisschen was gehabt. Oh je. Das ist nicht gut. Okay, ich brauche dringend Weichholz. Hier wächst gerade natürlich nichts. Das ist aber schlecht. Gut, wir wollten aber eh in die Stadt heute gehen. Wir wollen, ein Fangnetz kaufen. Vielleicht sogar eine Angelrute mal gucken. Das war jetzt falsch. Da werde ich wahrscheinlich kein Weichholz bekommen. In der Stadt. Und deswegen, ich hätte eigentlich gerne noch die Bürgermeisterin besucht, um ihr was zu bringen. Ingwer. Wir haben Ingwer. Haben wir auch genug Blumen da? Gucken mal. Ja, haben wir. Gut, dann machen wir ihr stattdessen ein Parfum. Ein Parfum ist auch eine feine Sache. Okay. Ingwer. Ingwer haben wir ja letztes Mal reichlich sammeln können. Dann nehmen wir noch Stiefmütterchen. Die wachsen eh überall. Blumenduftöl ist das, genau. Nicht das Parfum, das ist das Blumenduftöl. Aber das ist auch schön.
Dann machen wir auch direkt ein paar von. Für unseren Laden. Und endlich das erste vernünftige Zeug, was wir hier verkaufen können, würde ich sagen. Ja, ich habe ja bisher nur Mist da drin. War mal ganz ehrlich, wie es ist. Falsche Kiste. Ja, also ich mache hier die ganze Zeit nur ein paar Groschen. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Aber ich habe ja nichts. Deswegen, wir müssen klein anfangen. Wir fangen klein an und arbeiten uns hoch. Jetzt habe ich alles weggetan. Jetzt habe ich vergessen, der Bürgermeisterin ihr Geschenk daraus zu holen. Teilen. So. Gut. Die sind so süß. Kleinen Geisterchen. Gut, also Boxenstopp Nummer 1 ist Bürgermeisterin. Boxenstopp Nummer 2 ist dann dieses kleine Hafengeschäft. Da bekommen wir auf jeden Fall, meine ich, auch die Fangnetze. Hallo, Rebecca. Und da waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Das heißt, wir könnten uns da sowieso mal den Leuten vorstellen. Wir müssen ja hier mit Leuten interagieren. So. Jetzt nicht hoch zum Museum. Hier ist die Bürgermeisterin in ihrem Büro. Und der machen wir jetzt ein Geschenk. Gucken wir mal, wie sie es findet. Das ist einfach fantastisch. Vielen Dank für die Mühe und die Überlegung, die sie in dieses Geschenk gesteckt haben. Bitteschön. Heute Morgen hatte ich fast meinen Kaffee über wichtige Papiere verschüttet. Ich muss darüber hinwegkommen. Das passt nicht zu mir. Drüber hinwegkommen, dass sie fast etwas verschüttet hätte. Ja gut. Solche Leute muss es halt auch geben, ne? So, das da ist der kleine Hafenladen. Da bekommen wir unter anderem Köder, Angelruten und eigentlich auch das Fangnetz. Und da drin arbeitet, wie heißt sie noch gleich? Anna. Genau. Genau die. So, erstmal kaufen wir, glaube ich, was. Das Käfernetz. Das große Käfernetz ist natürlich viel besser, aber das können wir uns noch nicht leisten. Und ja, ich überlege gerade, ob wir jetzt schon angeln sollten. Ja, ich glaube, damit warten wir noch einen kleinen Augenblick. Ist zwar nicht unwichtig, das Angeln. Fische brauchen wir auch immer mal. Aber ich würde sagen, wir brauchen auch natürlich erstmal ein bisschen Geld. Wir reden aber direkt mal mit Anna. Wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht. Mein Name ist April. Ich bin Anna. Ich sollte dir vielleicht etwas über mich erzählen. Meine Großmutter betreibt einen Fischereiladen in der Nähe der Stadt. Ich bin stolzer Schlagzeuger in der örtlichen Band Wilded Roses. Jetzt ist es hier auf Englisch, okay? Was führt dich hierher? Das klingt doch viel cooler, Wilded Roses. Ich bin zufällig hier gelandet, aber es gefällt mir langsam. Ich werde hier meine Ausbildung machen, um eine vollwertige Hexe zu werden. Eine Hexe. Vielleicht können wir uns eines Tages treffen und... Und Zauberei auf die Bewohner werfen. Das wäre bestimmt lustig. Das klingt nach einem Plan. Nun ja, du würdest dich mit meinem Bruder Yutu gut verstehen. Oh, und als Willkommensgeschenk bekommst du einen gratis aus dem Shop. Einen Hering, danke. Ich muss jetzt gehen. Es war sehr nett, dich kennenzulernen. Ich hoffe, ich kann dich bald Schlagzeug spielen hören. Du wirst es nicht bereuen. Sobald wir ein Konzert planen, wirst du auf jeden Fall davon hören. Wir sehen uns dort. Cool. Musikalische Leute hier. So, und das da ist ihr Bruder Yutu. Mein Name ist... Der sagt gar nichts. Mein Name ist April. Hallo, ich heiße Yutu. Brauchst du etwas von mir? Nein, ich bin neu hier und wollte allen Hallo sagen. Ah, hier wirst du wahrscheinlich nichts Interessantes finden. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Es ist jetzt schon interessant. Das ist schön. Nun,
Okay, der ist ja nicht sehr gesprächig, ne? Würde ich mal sagen. Ach so, ich glaube, du bist beschäftigt. Ich will dich nicht stören. Ja, ich meine, nein, ich meine, dies ist mein neues Rezept. Vielleicht hast du ja Lust, es auszuprobieren. Nur nicht zu viel Salz hinzufügen. Oh, danke. Ich werde dich wissen lassen, wie es gelaufen ist. Auf Wiedersehen, YouTube. Hey. Wie? Hey. Okay, wir hatten schon schlechtere Starts, aber auch schon bessere, würde ich sagen. YouTube. Wen haben wir denn jetzt alles hier auf unserer Liste eigentlich? Wen haben wir denn jetzt bisher alles kennengelernt? Also Miruta, Chana, Rogos, Cassandra, Frita, Simbor, Urushu, Rebecca, Vitovia, Anton, Tesha, Malbi, Horace, Torlock, Ana, Yutu. Es fehlt noch jemand. Und den werden wir jetzt kennenlernen. Aber ich glaube, diese Dame ist auch nicht sehr gesprächig. Und zwar die örtliche Supermarktbetreiberin, Kassiererin hier. Quatschen wir mal mit der. Patrice. Oh, hallo. Hallo, mein Name ist Elbe. Ich bin eure neue Hexe. Im Ernst, das bedeutet, dass du uns helfen wirst? Wenn ich dazu in der Lage bin, sicher. Ich bin noch in der Ausbildung, aber ich lerne schnell. Ich hoffe, du schaffst das. Welche Art von Praxis wirst du hier machen? Verzeih mir, wenn es für so persönliche Fragen noch zu früh ist. Okay, die war doch gesprächig. Dann verwechsel ich die gerade. Wenn ich beantworten, kein Problem, du kannst mich alles fragen. Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen Weg ich einschlagen werde. Der Aufenthalt hier wird mir auf jeden Fall bei dieser Entscheidung helfen. Ja, das machen wir. Brot, yeah, verstanden. Oh Gott, das war jetzt gruselig. Habt ihr gesehen, die ist da vorhergeschwebt. Wow. Verstanden, wenn du etwas brauchst, komm zu meinem Markt. Wir sehen uns dort. Und für heute haben eine für frei. Danke, wir bleiben in Kontakt. Haben eine für frei, das ist nett. Glaube ich. Eine für frei haben ist immer schön. So. Was war der mit der Jeansjacke? Mit dem haben wir auch schon gequatscht. Okay. Ich glaube, hier sind wir durch mit den Leuten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Also nicht, dass wir jetzt nichts mehr mit denen zu tun haben müssen. Ganz im Gegenteil. Wir müssen unsere Beziehung natürlich aufbauen. Und so weiter. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt mit allen zumindest mal Bekanntschaft gemacht. Hallo Avery, wie geht es Birkenhain? Ist es hübscher geworden? Es wird besser werden. Ich arbeite daran. Kommen wir des Tages wieder, um es zu sehen. Ja, immer das gleiche Gespräch mit dem. Ich habe übrigens was vergessen. Ich habe gedacht, wenn ich schon da oben bin, dann kann ich wirklich dafür sorgen, dass Birkenhain noch mal ein bisschen hübscher wird. Wir holen uns mal ein paar Tapeten, würde ich sagen. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Geld dafür. Ich kann diese schäbigen Wände nicht mehr sehen. Das sieht schrecklich aus. So. Ich habe noch nie so eine Farbe hier benutzt, weil diese grüne Farbe hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Es gibt leider kein Lila. Das ist sehr traurig. Das ist jetzt irgendwie doof. Also es gibt hier schon lila Tapeten, aber die sind so mit diesem Blümchenmuster und ja, es ist nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so geil irgendwie. Wie könnte man diese blaue versuchen? So, wir haben ja zwei Räume. Vielleicht mache ich einen in Pastellfarbe. Pastellgelb. Oh, was ganz Freundliches. Wir probieren das mal aus. So, wir können ja also auch Möbel kaufen. Um unser Heim ein bisschen wohnlicher zu machen. Okay, das ist jetzt nicht das schönste Möbelteil. Oder Dekorationsteil. Ne, ein bisschen Deko gibt es hier auch. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also hier diesen Pilz. Oh, ein kleiner Blümchen-Teppich. Ja, der würde jetzt natürlich gut zu der lilanen Blümchentapete, die ich nicht gekauft habe, passen. Klasse. Naja, ist aber auch so, ist nicht das dabei, was ich jetzt unbedingt haben wollen würde. Lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder hier reinzuschauen. So, wir reisen per Express. Um uns den Weg jetzt zu sparen, den wir gerade verpasst haben.
Okay, dann fangen wir mal an, hier alles schöner zu machen. Wir machen diesen Raum hier, glaube ich, im Pastell. Okay, es ist irgendwie eher grünlich, ne? Naja. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist als das mit dem Lilanen. Ich glaube, ich will das wieder lila haben. So, hier haben wir was unserer Hexenprüfung beigetragen. Wir haben etwas gelernt. Gucken wir mal, was es war. Da. 15 verschiedene Leute treffen. Ja, das, ich sage ja, es lohnt sich. So, jetzt habe ich auch das mit dem Parfüm, das Rezept. Jetzt könnte ich eins machen, jetzt brauche ich keins mehr. Ja gut, also okay, es ist besser als die Wände vorher, aber es ist jetzt auch nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Aber dafür haben wir jetzt ein Fangnetz. So, wir gucken mal. Froschleim. Und da ist eine Echse. Nein, bleib hier. Schnell. So. Eidechsenschuppen. Hier sind überall Frösche. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ne? Wir fangen jetzt nicht jeden Frosch hier ein. Wir wollen auch ein bisschen Leben hier haben. Aber das ist halt das Fangnetz. Ne? Das wollten wir heute kaufen. Deswegen wollte ich es natürlich auch mal ausprobieren. Jetzt wäre es natürlich noch sinnvoll für mich gewesen, Nektar zu kaufen. Clevererweise habe ich das nicht. Wenn ich Nektar hätte, könnte ich den jetzt hier so reinpacken. Und das würde Viecher anlocken. So, kriege ich es nicht mal geöffnet. Achso, ja, wieder falsche Taste gedrückt. Na, und dann kann ich dann hier auch sehen, was ich anlocke. Oh, Brennnessel. Aber ich habe halt keinen Nektar. So, Brennnesseln. Brauchen wir auf jeden Fall auch für allen möglichen Kram. So, wie schaut es denn eigentlich hier aus? Warte mal, den will ich gerne mal umsetzen. Ich finde das schöner, wenn der irgendwie in der Mitte steht. Hier stört er mich, wenn ich reinkomme. Vielleicht ein bisschen weiter nach hier. Ja, das ist besser. So. Tränke. Was können wir denn hier machen? Hier auch Brennnessel. Da brauche ich doch diesen Goldseestern für. Ich weiß gar nicht, habe ich da schon welche von? Ein. Finden jetzt auch nicht viel. So, wir brauchen die rote Farbe. Dazu brauche ich die rote Beete. Die ist aber leider noch nicht fertig. Die braucht noch ein bisschen. Dann räumen wir hier noch ein bisschen weiter auf. Und nach immer den Garten von ein bisschen mehr Kram befreien. Und ich weiß gar nicht, letztes im Livestream, wo wir das Spiel begonnen haben, war es, glaube ich, Rooney, der darauf aufmerksam oder beziehungsweise fragte, ob man bestimmt auch später solche Sachen wie sich ein Hof hier aufbauen könnte. Ich glaube, einen Kuhstall hat er explizit erwähnt. Also man kann sich hier Ställe aufbauen. Ich weiß, dass wir hier Huhu-Ständer kriegen. Ne? Es gibt ja hier Huhühner oder Hühner oder wie auch immer.
die Huhns. Und ich weiß nicht, was es noch alles für Huftiere gibt. Dann haben wir ja jetzt erfahren, es gibt diese Zoru? Oder wie die auch immer die heißen. Ich weiß leider nicht immer, wie alles richtig ausgesprochen wird, weil wir müssen ja nur vorlesen. Es ist ja keiner da, der uns sagt, es wird so und so ausgesprochen. Da ist ein Huhn. Ich will noch dieses Holz haben. Dann gehen wir zum Huhn. Da, ein Huhn. Das erste Mal, wo ich mir so einen Huhn gegriffen habe, war ich so perplex, dass das geht. Ich hätte es echt nicht gedacht. Das sieht aber cool aus mit dem Mond. Ah, das heißt, es ist 6 Uhr. So, du geh mal deiner Wege. Kleines Huhn. Ich denke mal, wir kriegen die dann dazu, hier Eier zu legen. So, genau, deswegen wollte ich nämlich das Fangnetz behalten. Jetzt muss ich mal gucken, wo hier das Vieh ist. Natürlich ist hier kein Maulwurf da. Dann warten wir bis morgen, weil wir kriegen dann Maulwurfhaare, wenn wir den Maulwurf fangen. Das ist auch nicht so schlecht. Vielleicht kommt er aber doch noch raus. Also es sind 3 Maulwurfshügel hier. Es wird, da ist einer! So. Jetzt habe ich die. Und jetzt weiß ich auch, dass das dem sein Maulwurfsbau war. Das heißt, ich kann ihn wegmachen, weil da wird jetzt keiner mehr rauskommen. Schätze ich. Ja, sehr cool. Hä, war hier nicht noch ein Dritter? Wo ist denn der Dritte hin? Ah, da. Ja, keine Ahnung, was mit denen ist. Die mache ich jetzt weg, weil ich will nicht später, dass hier zu viele sind. Wollte euch ja eigentlich auch nur mal vorführen. Der Musik ist hier noch nicht ganz so. Klappt noch nicht ganz so, ne? Ich glaube, da muss noch mal ein bisschen gepatcht werden. So, wir packen mal eben unseren Kram noch weg. Seht schon, ich habe mir so ein kleines bisschen System hier reingemacht. Jetzt brauchen wir aber eigentlich wieder eine neue Kiste. Für hier tierisches Zeug. Tierisches Zeug. Komm, wir können auch eben schnell eine machen. Machen wir eine kleine Nachtschicht. Brustkorb. Ich würde so gerne jetzt schon die große Truhe machen. Jetzt zwar nicht unbedingt hierfür. Oh. Nicht unbedingt hierfür, für so eine, tierisches Zeug. Aber zum Beispiel für meine Kräuter oder meine Pilze. Es macht so viel Sinn, da rechtzeitig was dazu haben. Bock. Ich habe das so schief gesetzt. Aber ist nicht schlimm, die bleiben ja eh nicht für immer. Nicht richtig. Gott, ich krieg's noch hin. So, ja, hier sind Baumaterialien, sag ich mal, ne? Alles, wo man was draus schaffen kann. Ja, hier habe ich so... Ich weiß noch nicht, wie ich diese Kiste nenne. So eine Mischkiste irgendwie, ne? Sachen, wo wir auch Sachen rausmachen können, wie hier, ne? Mit den Ketten oder was weiß ich. Ja, das brauchen wir auch noch später. Hier weiß ich noch nicht, was für ein Trank daraus gemacht wird oder was auch immer. Dünger kann eigentlich auch noch später nach draußen. Aber halt erst später. Ne, hier sind so Sachen, Ausgrabungen oder wie auch immer. So, ne? Edelsteine, Knochen, Muscheln. Und hier kommen jetzt tierische Essenzen rein. Beziehungsweise tierische Produkte. Jo. Ja, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch Feierabend. Weil wenn ich jetzt einen neuen Tag starte, das ist blöd. Das Spiel speichert immer nach jedem Tagesende. Also wenn ich jetzt schlafen gehe, speichert's. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch heute gefallen hat. Oh Gott, da sieht ja im Licht aber auch irgendwie richtig süß aus. Ach, die ist so niedlich. Ich finde die so niedlich.
Findet ihr die auch niedlich? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und gebt mir bitte einen Daumen nach oben für mein Video, wenn es euch heute gefallen hat. Ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und wir uns dann wiedersehen. Oh, das perfekte Bild für die perfekte Thumbnail. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin, eure Natzen. Bye, bye.